Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zu neuen Nachrichten vom Kanal. Die siebten mittlerweile. Jo, willkommen im neuen Jahr. Wir haben das Jahr 2018. 2017 haben wir hinter uns gelassen. Einige Leute würden sagen, Gott sei Dank. Andere Leute würden sagen, na geh, schon wieder ein Jahr vorbei. Jetzt sind wir noch ein Jahr älter, noch ein Jahr näher beim Tod. Ja, auch ihr, meine lieben Zuhörer, schreitet unaufhaltsam auf euer nahes Ende zu. Das ist auch gut so. Gut, warum nehme ich diese Nachrichten auf? Nicht nur, um euch zu sagen, dass ihr bald sterben werdet. Also im astronomischen Sinn seid ihr eigentlich schon fast tot. Da wart ihr wahrscheinlich nie wirklich auf der Welt. Aber eher deswegen, um euch darauf hinzuweisen, dass ich eigentlich derzeit nur ein Projekt habe, das ich auch sehr regelmäßig hochlade, nämlich das Civ Comparison Projekt. Das läuft ja recht hübsch, ist auch ganz nett, aber eigentlich will ich nicht ausschließlich das hochladen. Deswegen werde ich mit Schweiger gemeinsam, mit dem ich ja das Crusader Kings, das Crusader Kings Spiel aufgenommen habe, jetzt wieder was aufnehmen. Diesmal haben wir noch zwei Typen dabei, zwei Freunde von Schweiger, Andi und Michi. Die beiden werden uns unterstützen, denn was wir machen werden ist, wir werden ein Brettspiel spielen. Das habe ich ja schon kurz angekündigt, dass ich mehr Brettspiele hier im Kanal präsentieren werde. Dafür gibt es auch ein absolut geniales Programm, das hilft, solche Brettspiele mit Freunden zu spielen. Das Programm nennt sich Tabletop Simulator, unten der Link, also unten der Link. Für dieses Programm gibt es eine Reihe von Brettspielen, die man spielen kann. Und was wir spielen ist Gloomhaven. Gloomhaven ist ein Dungeon Crawler. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Dungeon Crawler ist. Ein Dungeon Crawler ist in etwa so, dass mehrere Leute jeweils einen Helden spielen oder eine Gruppe von Helden spielen, die versuchen, gewisse Abenteuer zu erfüllen. Gloomhaven ist ein an und für sich recht guter Dungeon Crawler, glaube ich. In Wirklichkeit ist es wie ein Rollenspiel, nur ohne die nervigen Interaktionen mit NPCs. Die einzigen Interaktionen, die man mit NPCs hat, ist, bringt sie um. Wir haben zu viert bereits das erste Szenario von Gloomhaven gespielt. Also es gibt mehrere Szenarien in einer Kampagne. Und über den Tabletop Simulator kann man eben eine ganze Kampagne spielen. Dieses Szenario haben wir als Test gespielt, wir haben da nicht aufgenommen. Ich hoffe, ab nächster Woche nimmt dann auch Schweiger wieder auf und streamt das quasi live auf Twitch. Ich werde es wieder in etwa 30 bis 40 Minuten Videos hochladen, schauen wir mal. Ich werde wieder etwa drei Aufnahmen machen pro Abend. Es könnte dieses Mal auch sein, dass sie ein bisschen unterschiedlich lang sind, weil bei Brettspielen ist das so eine Sache, da kannst du nicht immer einfach so abbrechen. Ja, auf jeden Fall, was ihr versäumt habt, weil ich einfach zu dumm bin, es aufzunehmen. Ich habe nämlich am Ende des ersten Szenarios schon eine Aufnahme gemacht, nämlich die Aufnahme zum zweiten Szenario, quasi den Übergang zum zweiten Szenario. Dadurch habt ihr nicht mitgekriegt, worum es geht. Da hättet ihr einen wunderschönen Text, atmosphärischen Text gehört, der euch, um genau zu sein, nichts anderes verraten hätte, als dass wir
unsere Heimatstadt verlassen haben, ein Schiff genommen haben und Richtung, ich glaube, Osten oder Westen, keine Ahnung, eine von den beiden Richtungen aufgebrochen sind, um neue Abenteuer zu erleben. Und tatsächlich ist bereits die Schiffsreise ein gewisses Abenteuer, denn wir haben uns dazu entschieden, auf einem ganz kleinen Dampfschiff zu reisen. Und dieses Dampfschiff hat eine grob oder bösartige Kapitänin. Diese Kapitänin ist irgendwie beleidigt auf einen alten Vorgesetzten von ihr und will es ihm jetzt heimzahlen, indem sie mit ihrem Schiff gegen das Schiff des anderen Kapitäns fährt und es versucht zu versenken. Das geht allerdings ein wenig schief. Sie stirbt dabei und sterbend beauftragt sie uns noch, den Captain zu töten. Was wir eigentlich gar nicht machen wollten, aber nachdem die Matrosen auf dem Schiff glauben, dass wir das tun wollen, werden wir es wahrscheinlich trotzdem tun, weil sonst bringen sie uns um. Jo. Naja. Ja. Das war's dann eigentlich schon wieder. Das werden wir sehen ab Donnerstag. Live auf Twitch ab etwa 21:30 Uhr wieder. Und danach die ganze Woche auf meinem Kanal auf YouTube. Link dazu, zu Gloomhaven, was das ist und woher es kommt, findet ihr hier oben, da. Irgendwo da halt. Vielleicht, wenn ich es schaffe, es reinzubauen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, bis dann. Herrschaften, ich wünsche euch was. Einen schönen Abend, schönen guten Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.